Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Jubiläumsausfahrt der ZWG durchs Erzgebirge. Konzertprogramm bei Novembertagen im Schumannhaus und FSV steht vor Heimspiel gegen Meuselwitz. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, es ist Donnerstagabend und damit Zeit für eine neue Ausgabe Ihres Abendmagazins Tag aktuell. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Anlässlich des 70. Geburtstages hatte sich die Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft etwas ganz Besonderes ausgedacht. Eine exklusive Tagesausfahrt ins wunderschöne Erzgebirge. Das Angebot wurde dankend angenommen und so fuhren am vergangenen Freitag zwei Busse mit ZWG-Mitgliedern bzw. Mietern zunächst zur Hus-Schauwerkstatt, dann auf den Bärenstein mit der Fichtelbergbahn von Kranzahl nach Oberwiesenthal mit anschließendem Besuch des Jens-Weißflog-Hotel und Restaurant. Getroffen wurde sich gegen 8 Uhr am Maulwurfhügel in der Komarowstraße. Dort wurden erstmal Frühstücksbeutel verteilt. Ja, heute eine Jubiläumsausfahrt für unsere Mitglieder. Wir haben 70 Jahre dieses Jahr zu feiern und heute ein weiterer Kalenderhöhepunkt mit einer tollen Ausfahrt ins Erzgebirge. Wir fahren zum Katzel nach Neudorf, wir fahren auf den Bärenstein zum Mittagessen. Und als Abschlusshöhepunkt sind wir dann natürlich nach unserer Fahrt mit der Fichtelbergbahn bei Jens Weißflog im Hotel, um dort den Tag bei Kaffee und Kuchen ausklingen zu lassen. Nachdem alle in den beiden Bussen ihren Platz gefunden hatten, ging es los. Andreas Löffler, Marketingleiter und Organisator der Ausfahrt, begrüßte die Gäste. Ich darf Sie auch herzlich im Namen der Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft begrüßen. Ich hoffe, wir haben einen richtig schönen Tag. Das Wetter passt. Und wie das Wetter passte. Zweifellos einer der schönsten Tage in diesem Herbst. Die erste Etappe war recht kurz. Man steuerte den nächsten Rastplatz an. Das Reiseunternehmen spendierte einen Kaffee und der Inhalt des Frühstücksbeutels von der ZWG schmeckte auch. Hat alles gut geschmeckt. Ja. Weiter ging's dann nach Seematal-Neudorf zur Schauwerkstatt zum Weirich-Karzel. Die Jürgen Huss Räucherkerzenwerkstatt zieht jedes Jahr unzählige Besucher an und das Karzel hat inzwischen Kultstatus. Für die Reisegruppe hatte man eine Kurzführung gebucht. Eine Kurzführung beim Huss sieht so aus, dass wir ein kleines bisschen was aus der Geschichte der Firma erzählen, zeigen den Leuten, wie man früher ganz einfach den Tag hergestellt hat. Ich habe mir selber schwarze Hände gemacht, dass die Leute sehen, wie das damals funktioniert hat. Und das machte sie einfach nur toll. So empfanden es die Zuhörer und auch wir. Eine Menge Wissenswertes vermittelte Mandy Rothe. Sie ist zweifellos ein erzgebirgisches Original. Nach dem Vortrag konnte man sich noch etwas das Gelände anschauen und dann natürlich auch einkaufen. Ja, wie hat Ihnen denn die Führung gefallen? Ja, ganz gut. Ja. Also wir waren schon da, wir kennen das. Okay. Und wir sind nächstes Jahr schon wieder einen Termin zum Kerzen machen und sehr interessant immer. Haben Sie auch was mitgenommen, haben Sie was eingekauft? Ja, wir sind Sammler und da haben wir die neueste Kreation uns geholt. Vom Feierhas. Hat man etwas Zeit, der Herr hatte es gesagt, kann man auch selbst Karzeln herstellen. Wenn man Lust hat, kann man zum Ehen Fertigteig nehmen. Da haben wir auch noch eine klassische Mischung drin, also das Familiengeheimnis. Da ist der Tag fertig, da macht man ein paar Kerzle. Oder man kann auch den Tag selber kneten. Da hast du sogar die Möglichkeit, dass du dort deinen Duft noch selber einstellen kannst. Das Areal füllte sich schnell mit Besuchern. Ein spontaner Besuch ist nicht ratsam. Nein, es ist eigentlich immer per Anmeldung. Es gibt so über die Sommermonate, wenn man der Nebensaison haben, Skimöglichkeiten, dass man mal spontan kommen kann. Aber es ist immer besser, man ruft an oder schreibt eine E-Mail, dass man sich auch anmeldet. Unser nächstes Ziel war der Bärenstein bzw. das gleichnamige Berghotel. Hier war das Mittagessen geplant. Wer Lust und Laune hatte, der konnte zuvor noch den Aussichtsturm besteigen. Von da aus, aber auch vom Berg selbst, boten sich an diesem sonnigen, klaren Herbsttag wunderschöne Ausblicke nach allen Seiten des Erzgebirges. Das Mittagessen im Berghotel ließ keine Wünsche offen.
Ganze 20 Euro Unkostenbeitrag zahlten die Gäste an diesem Tag für das gesamte Programm. Ein mehr oder weniger symbolischer Betrag. Eine wirklich gute Idee der ZWG. Das ist eine sehr gute Idee. Könnte nächsten 70 Jahre wieder passieren. Wie hat es den Dame denn geschmeckt? Sehr gut. Wir schmatzen noch nach den Pilzen. Noch ein letzter Blick vom Bärenstein und dann ging's zum Bahnhof Kranzahl. Da konnte man Eisenbahnnostalgie pur erleben. Eine Fahrt mit der Fichtelbergbahn ist für alt und jung ein unvergessliches Erlebnis. Die Schmalspurbahn Kranzahl, Kurort Oberwiesenthal, ist eine Bahn mit 750 mm Spurweite. Sie beginnt im Bahnhof Kranzahl und führt über Neudorf nach Oberwiesenthal. Die Reisegruppe genoss die Fahrt überwiegend in den Waggons. Draußen auf den Plattformen war es fast noch schöner. Da konnte man zwar nicht sitzen, aber die Aussicht war besser. Nicht nur die, die ganze Atmosphäre war intensiver. Die Geräusche und Gerüche holten Kindheitserinnerungen zurück. Zu schnell ging diese Fahrt zu Ende. In Oberwiesenthal ging es nahtlos aus dem Bahnhof in die bereitstehenden Busse und schließlich zum letzten Ziel, dem Hotel Jens Weißflog. Ein wirklich tolles Programm. Wer hat es im Detail organisiert? Ja, das macht unser Organisationsteam. Im Wesentlichen natürlich möchte ich hier nennen unseren Marketingleiter, Herrn Andreas Löffler, der diese Ideen maßgeblich in seinem kleinen kreativen Stübchen sich erarbeitet und gemeinsam dann natürlich mit uns im Vorstand berät. Und wir sind natürlich immer aufgeschlossen, gerade in diesem Jahr, 70 Jahre Genossenschaft, hier etwas für unsere Mitglieder zu tun. Man hatte es gehofft und es ging in Erfüllung. Jens Weißflog begrüßte die ca. 90 Gäste aus Zwickau höchst persönlich. Zunächst wurde ein Gruppenfoto gemacht und dann stand Jens Weißflog geduldig noch für unzählige Einzelfotos zur Verfügung. Ich grüße Ihnen natürlich noch mal recht herzlich bei uns. Draußen war es noch ein bisschen durcheinander, aber jetzt haben wir alle Platz gefunden. Ich grüße Ihnen noch mal recht herzlich bei uns. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt, guten Appetit. Kriegt auch noch jeder eine Autogrammkarte. Die Autogrammkarten verteilte er selbst und das Personal den Kaffee und die Fichtelbergtorte. Das Hotel Weißflog bietet alles, was ein modernes Hotel haben sollte. Und es hat ein Alleinstellungsmerkmal. Was uns unterscheidet, wir haben natürlich auch Hotelzimmer, aber die sind alle benannt nach Skisprungorten, also Stationen, die ich selbst besucht, erlebt habe und sind auch demnach so eingerichtet. Also man wohnt quasi entweder in Oslo, in Lahti, in Predazzo, in Sapporo, also in diesen Themenzimmern und quasi wird meine Skisprunggeschichte in den Zimmern weitererzählt. Alles hat ein Ende, auch dieser wunderschöne Tag. Organisatoren und Gäste waren zufrieden. Ich denke, wenn man das Gesamtpaket heute anschaut und das gute Gefühl, was unsere knapp 100 Teilnehmer heute mitnehmen, haben wir auch nicht so viel falsch gemacht. Wetter passt, die vielen Stationen, die wir heute angefahren sind, waren reichhaltig und ein tolles Programm. Und jetzt haben wir einen schönen Abschluss beim Herrn Weißflug im Hotel. Ich denke, da haben wir nicht so viel falsch gemacht. Eigentlich war der Tag ganz gelungen. Es war alles perfekt. Vom Frühstück angefangen, übers Mittagessen Kaffee trinken. Jens Weißflug haben wir gesehen. War wirklich ganz toll. Die haben sich so eine Mühe gegeben für ihre Mieter. Ganz klasse. Eigentlich hat uns alles gefallen. So würde ich das ausdrücken. Ich bin der gleichen Meinung. Mir hat auch alles sehr gut gefallen. Ich bin davon mehr als überzeugt. Es war schön, 70 Jahre Genossenschaften. Einmal die Veranstaltung in der Stadthalle, dann diese Veranstaltung jetzt hier im Erzgebirge, sprich Oberwiesenthal. Dann, sage ich mal, diese ganzen Wanderungen, die jährlich durchgeführt werden. Also als Genossenschaftsmitglied dieser Genossenschaft, muss ich sagen, bin ich von der ganzen Sache mehr als nur überzeugt. Es war sehr, sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Also man kann nur sagen, weiter so, weiter so, weiter so. Werbung.
Lust auf Veränderung in den eigenen vier Wänden mit einer ganz neuen Fensterdekoration? Dann sind Sie im Gardinenfachgeschäft Seifert in Zwickau-Oberhohndorf genau richtig. Mit 25 Jahren Fachkompetenz sind wir Ihr Ansprechpartner. Ob Maßanfertigung für jedes Fenster, hauseigener Nähservice, kostenfreies Aufmaß vor Ort, Deko-Ideen für jeden Einrichtungsstil und Montageservice. All das bieten wir. Bei uns erhältlich auch der Gardinenlift. Ermöglicht Gardinen auf- und abhängen ganz ohne Leiter und fremde Hilfe. Außerdem halten wir den passenden Sonnenschutz für Sie vor. Gardinenfachgeschäft Seifert in Zwickau-Oberhohndorf, direkt neben Sannhaus Mädler. Parkplätze gibt's direkt vor der Tür. Wenn du auf Was gibt's zu essen? Spontan über 500 Antworten hast, wenn du mit Frische und Top-Qualität alle beeindrucken kannst, sicher dir jetzt dein 15€ Neukundenvorteil. Wähle deine Lieblingsprodukte aus dem großen Bofrost Tiefkühlsortiment und lass dir deinen Einkauf mit einem Lächeln nach Hause liefern. Das ist Bofrost. Jetzt online bestellen auf bofrost.de/tv. Das ist sie, meine neue Sparkassenkarte. Aber hey, Datenschutz. Jetzt denkst du bestimmt, was ist denn da neu? Hab's auch. Damit kann man Geld abheben, Kontoauszüge holen oder in der Stadt einkaufen gehen. Nun klar, das kannst du. Aber eben auch noch viel mehr. Die hat's nämlich faustdick hinter den Ohren. Die tut so, als wäre sie eine normale Sparkassenkarte, aber damit kannst du jetzt auch online shoppen. Da ist eine neue Nummer drauf und da ist die fürs Internet eine Visa-Karte. Ich würde euch total gern noch quatschen, aber das Online-Shopping ruft. Eure Moni. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Zu lang, zu eng, zu weit? Kein Problem, wir ändern das für Sie. Jetzt neu im Gardinenfachgeschäft Seifert, die Änderungsschneiderei. Gardinenfachgeschäft Seifert in Zwickau-Oberhohndorf, direkt neben dem Sannhaus Mädler. Neulich fragt mich meine Enkelin, ob ich mit ihr nach draußen gehe, Fußball spielen. Bis vor ein paar Wochen hätte das überhaupt nicht funktioniert. Solche Knieschmerzen hatte ich. Doch dann habe ich Rosaxan für mich entdeckt. Jetzt steht einem Match mit meiner Enkelin nichts mehr im Wege. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Eng verbunden mit Mensch und Region. Braukunst mit Tradition und Zukunft. Der Kulturtipp wird Ihnen präsentiert von der Mauritius Privatbrauerei Zwickau. Zwickauer Mauritius, ein Schluck Heimat. Das Robert-Schumann-Haus Zwickau lädt am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr zu einem musikalischen Programm im Rahmen der Novembertage ein. Diese werden vom Bündnis für Demokratie und Toleranz der Zwickauer Region veranstaltet. Wir haben mit Thomas Sonowczyk, dem Leiter des Robert-Schumann-Hauses, über die Veranstaltung gesprochen und in Erfahrung gebracht, was alles geboten wird. Ja, das Zwickauer Robert-Schumann-Haus beteiligt sich seit Jahren an den Novembertagen, so auch in diesem Jahr. Wir haben ein ganz besonderes Konzert mit Liedern von jüdischen Komponisten. Und besonders interessant dabei ein Freund Robert Schumanns, Salomon Sulzer. Die haben sich in Wien kennengelernt. Salomon Sulzer war Kantor an der Synagoge in Wien, aber war ein begnadeter, genialer Tenorsänger und hat auch Robert Schumanns Lieder mit Begeisterung gesungen, war da auch hochgeschätzt im Wiener Umfeld. Und er hat aber auch komponiert, dieser Salomon Sulzer. Und wir hören in diesem Programm zwei Lieder von Salomon Sulzer, sicherlich als Zwickauer Erstaufnahme.
Aufführung haben wir hier extra übertragen im Robert-Schumann-Haus. Und dann geht es weiter in der Musikgeschichte. Wir kommen zu dem Brahms-Biografen Hans Gall, der auch ein wunderbarer Komponist war. Der hat auch schöne Gedichte von Christian Morgenstern vertont, die zu hören sein werden. Und vielleicht noch erwähnenswert, Viktor Ullmann ist einer der vielen genialen Persönlichkeiten, die in KZ Auschwitz zu Tode gekommen sind und war ein wunderbarer Komponist. Und von dem hören wir auch einige Lieder. Es kommt die Würzburger Sopranistin Pia Viola Buchert und die wird begleitet von Tatjana Dravenau. Der regionale Sport wird Ihnen präsentiert von Hofmann Metall, Ihr Experte für Ressourcenrückgewinnung. Nach dem erfolgreichen 2:0 Auswärtssieg am vergangenen Wochenende gegen Babelsberg steht für den FSV Zwickau morgen nun das nächste Heimspiel in der Regionalliga an. Zu Gast in der GGZ Arena ist dann der Tabellensiebte, der ZFC Meuselwitz. Zur heutigen Pressekonferenz wurden die Medienvertreter über die Vorbereitungen der Elf auf das morgige Spiel informiert. Zusätzlich konnte auch noch eine gute Nachricht verkündet werden. Der Vertrag mit Lukas Hiemann vorzeitig verlängert. Ich würde dann auch direkt heute mal nicht mit dem Coach einsteigen, sondern mit dir einsteigen, mit dir als Spieler. Ja, du gehst dann ab der kommenden Saison in das vierte bzw. dann ja fünfte Jahr mit dem FSV Zwickau. Sag uns mal ein paar Worte zur Vertragsverlängerung aus deiner Sicht. Daniel? Ja. Ja, und du hast mal von mir eine Runde. Zuallererst freue ich mich, dass das so geklappt hat mit dem Robin zusammen, dass wir da auf den Nenner gekommen sind und dass es sich auch so frühzeitig ergeben hat, dass ich meinen Vertrag verlängern konnte. In Zwickau hatte ich ja bis jetzt sehr viel Höhen und Tiefen, seitdem ich hier bin, in den 2,5 Jahren. Das ging ja mit der dritten Liga los, wo ich wenig gespielt habe, also beziehungsweise gar nicht gespielt habe. Dann kam ja dann in der Regionalliga, habe ich ja dann das erste halbe Jahr gespielt. Habe ich ja dann mit der roten Karte selber rausgenommen und dann habe ich ein halbes Jahr auch wieder nicht gespielt und jetzt spiele ich hier ein halbes Jahr und jetzt hoffe ich, dass es so weitergeht, dass ich weiter mit meinen Leistungen überzeugen kann und dass ich auch in Zukunft in den nächsten 1-2 Jahren weiter dabei helfen kann, den FSV zu etablieren in der Regionalliga und ja, freue mich einfach weiter Teil der rot-weißen Familie zu sein. Du hast jetzt die nächsten 2 Jahre schon so ein bisschen angesprochen. Vielleicht kannst du so auch persönliche Ziele noch ein bisschen näher definieren. Also wenn man einen Vertrag für weitere 2 Jahre unterschreibt, dann ist das ja schon ja, im Fußballgeschäft heute doch schon ja, fast eine langfristige Geschichte. Was hast du noch so für Ziele mit dem FSV und vor allen Dingen persönlich? In erster Linie persönlich auf jeden Fall mich fußballerisch weiterzuentwickeln, ganz klar. Ich meine, ich bin jetzt 25, in 2 Jahren dann 27. Es ist trotzdem noch viel Luft, gerade für den Torhüter nach oben. Deswegen finde ich das gut mit den 2 Jahren, um mich auch persönlich ein Stück weit weiterzuentwickeln. Auch vielleicht ein Stück mehr Verantwortung noch zu übernehmen für die Mannschaft, mehr eine Führungsposition, Führungsrolle einzunehmen innerhalb der Mannschaft. Und ja, deswegen war es für mich ein logischer Schritt, 2 Jahre zu verlängern. Und ja, freue mich da auch, dass das mit dem Robin so gut geklappt hat. Ich bin ja kein Unwesentlicher, auch in der E-Mail ja 3-4 Mal bitte oder 2 Mal bitte dann gute Gespräche mit Robin. Ja. Das ist auch so. Ist das ein für mich ein logischer Schritt gewesen, dass wir gemeinsam, Robin und ich, die Dinge ja ein Stück weit ja auch weiterdenken, nicht nur jetzt so aktuell denken, von Spiel zu Spiel, von Halbjahr zu Halbjahr, sondern auch darüber hinaus strategisch denken. Nach vorne schauen. Und Lukas hat eine ganz tolle Entwicklung genommen, ist durch das Tal der Tränen gegangen. Ich kann es ja jetzt nur für unsere gemeinsame Zusammenarbeit definieren, Lukas. Ja. Eine komplizierte Situation letztes Jahr, mitgenommen aus der dritten Liga, abgestiegen,
Hoffnung gemacht mit Benny Lehneis, dann auch einen jungen, talentierten Torhüter auch verpflichtet, den dann de facto vor die Nase gesetzt bekommen, der Benny gehalten. Dann standst du im Tor mit der roten Karte, wie du es selber auch definiert hast. Du bist Ausdruck von der Gesamtmannschaft her, dass wir Jungs haben, und das spricht für dich, Lukas, dass du dich entwickelt hast. Ja, ganz, ganz stark entwickelt hast, auch mental weiterentwickelt hast. Das spricht auch für die auch gute Arbeit meines Trainerstabes, in dem Falle Tom Hornhoff, der auch in dieser Konstellation, was ja auch für ihn ein neuer erster Schritt war, in den Männerbereich, Profibereich einzusteigen, dann mit jungen wilden Torhütern, wo ja jeder sein Thema hat und sagt, ich bin der Bessere, ich bin die Nummer 1. Und das spricht eben für diese Gesamtkonstellation. Und das war so schlussendlich auch mit den Leistungen, mit dieser sehr nicht einfachen Entscheidung im August dann Benny, der mit der 1 in die 1 reingegangen ist in die Saison, du ganz klar 2. Es hat nicht ganz so funktioniert, dann mit dem Spiel Chemnitz, Startspiel Chemnitz, Sensationsspiel gemacht, mit deiner Mannschaft, aber auch du für dich persönlich, mit diesem Druck umzugehen. Und das spricht jetzt auch für dich und für die Gesamtmannschaft, für die Entwicklung. Und deswegen war das jetzt auch ein logischer Schritt, zu sagen, Hime, wir wollen mit dir weitermachen. Also weiter im Sinne von, wir sehen ja dort wirklich noch Entwicklungspotenzial. Und da freue ich mich auch auf eine weitere Zusammenarbeit, eine gute, positive Zusammenarbeit. Und ich möchte aber auch hier nochmal herausstreichen, dass diese Konstellation auch mit Benjamin Lehneis, Leon Asset, der leider jetzt verletzt ist, das eine wirklich schon eine sehr, sehr homogene Konstellation ist mit Tom Hornhoff. Und es spricht auch von Benny Lehneis, dass wir wirklich auch eine hohe Trainingsqualität im Training haben. Und ich hoffe, es bleibt so. Davon bin ich auch felsenfest überzeugt, auch wenn das jetzt so verkündet worden ist, für die nächsten 2 Jahre auf gute Zusammenarbeit hin. Ein gutes Spiel morgen. Ja. Und da sind wir im Spielmodus. Morgen ZFC Meuselwitz, Rückschau Babelsberg und Vorschau Meuselwitz. Wir wollen nach vorne gucken. Es treffen 2 formstarke Mannschaften aufeinander. Und wenn man das mal in einer anderen Konstellation am Anfang der Saison nach 7, 8 Spielen das hernehmen würde und die ersten 5 Spiele wegnimmt, sowohl bei uns als auch beim Gegner, dann treffen, ist es morgen ein Spitzenspiel. Und ich hoffe, dass dieses Spitzenspiel auch gewürdigt wird mit uns, mit viel Zuschauern. Ja, jetzt redet man nicht über Superdrücke. Es sind 2 formstarke Mannschaften, Meuselwitz 19 Punkte aus 9 Spielen, das ist ein Top-Wert. Nur 2-mal verloren gegen die Top-Teams, Leipzig und Halle. Ansonsten gepunktet, verlässlich gepunktet. Haben für sich auch eine Kompaktheit entdeckt, wie wir das ja auch geschafft haben. Ja, zusammen mit dem Hime als Torhüter einige Mal jetzt auch zu Null zu spielen. Aus einer kompakten Defensive dann auch mit einem spielerischen Ansatz die Dinge zu entwickeln gegen immer wiederkehrende andere Gegner, andere Spielstile. Die einen stehen tief, die anderen laufen hoch an. Und dort auch diese Drücke auch auszuhalten und dort in denen Lösungen zu finden gegen die unterschiedlichen Gegner, das wird auch morgen wieder wichtig sein. Und das herausragende Element bei Meuselwitz ist ja diese, neben der Kompaktheit, ein hervorragendes Gegenpressing plus Umschaltspiel. Und das gilt es halt für uns dann morgen zu kompensieren. Mitzunehmen. Wir spielen zu Hause, wir wollen das Spiel gewinnen, ganz klar. Und so gehen wir auch die Dinge an, mit offenem Visier und mit höchstem Respekt trotzdem auch gegenüber dem Gegner. Das bitte ich und wünsche ich mir auch von unserem Publikum. Das haben wir ja, aber so, ja, jetzt kommt Meuselwitz à la Plakat. Ja. Nee, das ist eine wirklich aktuell auch eine Top-Mannschaft in der Liga und das ist. Müssen wir wirklich auch eine Top-Leistung zeigen, wo die Jungs auch verstanden haben, auch das immer im Thema auch Entwicklung, bei Einzelnen, auch was Mannschaftsteile betrifft, was aber auch Einzelspieler betrifft, morgen zu zeigen, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und da haben wir mit diesem positiven Druck, Heimspiel, Flutlicht gegen den Top-Gegner,
alles angerichtet und da freue ich mich auf das Spiel. Werbung. BA Mobil ist genau das Richtige für Sie. Mit der Kunden-App der Bundesagentur für Arbeit haben Sie jederzeit Zugriff auf ausgewählte Funktionen Ihres BA-Benutzerkontos, die Sie während Ihrer Arbeitssuche bzw. Arbeitslosigkeit brauchen. Egal ob Nachrichten, Termine, Bearbeitungsstand und mehr. Ganz bequem zu jeder Zeit von überall aus. BA Mobil, die Kunden-App der Bundesagentur für Arbeit. Jetzt gleich in den App-Stores für Android oder iOS herunterladen. Wie oft im Leben putzen und säubern wir unsere Wohnung? Denken wir dabei auch daran, unser eigenes Energiefeld von negativen und unerwünschten Energien zu befreien? Wie oft bringen wir lichtvolle, harmonische, positive Energien gepaart mit der Reichtumsenergie in unser Zuhause? Wie oft schützen wir unseren Energiekörper? Ab jetzt haben Sie die Möglichkeit. Erlebe kulinarische Vielfalt bei Deine Kantine bei Dein Catering. Genieße täglich wechselnde Frühstücks- und Mittagsangebote für Abwechslung auf deinem Teller. Am Hammerwald 7 in Kainsdorf. Internet mit bis zu 1000 Mbit. Einfach gebucht, schnell verbunden und viel gespart. Bis zu 1000 Mbit ab monatlich nur 39,99 Euro plus gratis TV. Jetzt informieren auf pure.com. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einigen Tagen im Einheitsgrau gibt es ab morgen wieder mal ein paar Lichtblicke. Bei Tageshöchstwerten um die 9 Grad wechselt sich die Sonne mit wolkigen Abschnitten ab. Wenn sich am Samstag die Nebelfelder aufgelöst haben, gibt es Sonne satt. Das Quecksilber klettert dann bis auf 13 Grad. Bei gleichen Werten strahlt am Sonntag die Sonne ungetrübt von einem stahlblauen Westsachsenhimmel. Der Start in die neue Woche gestaltet sich eher durchwachsen. Bei Spitzenwerten von 11 Grad gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Dann müssen wir uns auf gelegentliche Niederschläge einstellen. Ja, liebe Zuschauer, das war's von Tag aktuell für den Donnerstag. Morgen haben wir noch eine Ausgabe für Sie und dann ist erst einmal wieder Wochenende. In diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Ihnen jetzt einen schönen Abend und bis morgen. Machen Sie es gut. Tschüss.